Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich fahre heute Fahrrad und das ein bisschen länger. Deswegen habe ich auch den Helm auf. Was ich genau mache, erzähle ich gleich nach dem Intro. Heute fahre ich wieder durch den Taunus. Und im Taunus habe ich mir jetzt so eine Route zusammengesteckt, die auf meinem tollen Navi hier etwa 2 Stunden dauert. Die 2 Stunden will ich durchradeln. Und es sind insgesamt, glaube ich, 500 Höhenmeter da zurückzulegen. Nichts Wildes, aber auch nicht mal so easy peasy. Deswegen 2 Stunden unterwegs sein bedeutet für mich Helm anziehen und wenn was passiert, bist du ganz schnell im Arsch. So, ja, ich fahre jetzt hier durch den Taunus Heftrich Ehlhalden Niedernhausen. Also von Niedernhausen gestartet, danach Heftrich Ehlhalden Niedernhausen. Da gibt es noch eine kleine Schleife zwischendrin. Dann sind insgesamt 2 Stunden mit dem Fahrrad. Ich weiß nicht, ob das schnell ist oder ob das langsam ist. Für mich ist es okay. Hauptsache 2 Stunden Rad gefahren. Damit sich so langsam der Hintern auch an dieses Rad wieder gewöhnt, an den Sattel wieder gewöhnt. Das ist mein Plan. Ich bin jetzt gleich in meinem ersten Ort angekommen, in Itzstern-Heftrich. Nicht so wahnsinnig weit von Niedernhausen. Aber im Fahrrad sind ja schon ein paar Minuten. Ich bin jetzt so fast 30 Minuten unterwegs. Und wenn ich gleich da bin, muss ich weiter nach Ehlhalden. Ehlhalden ist, glaube ich, ein bisschen Anstieg. Da kann ich mich noch ein bisschen abstrampeln. Aber da freue ich mich jetzt schon drauf. Bisschen anstrengend. Anstrengend ist gut. Sehr gut sogar. Ja, ich will mir eine kleine andere Perspektive zeigen. So sieht es aus, wenn ich auf dem Fahrrad fahre. Ja, da ist mein Fahrrad. Man sieht so ein bisschen auf, hoppala, was ich nicht auf die Fresse falle. Hier ist auch mein Equipment, Navi, Trinken etc. Und hinter mir die Sonne. Ja. Jetzt gucken, dass ich hier nicht so schnell runterfahre, weil mit einer Hand und der Kamera und so ein Zeug ist ganz schön gefährlich. Aber ich habe ja einen Helm. Helm fährt. Ich bin hier unterwegs durch den Wald. Da bin ich immer mal wieder dabei, bergab zu fahren. Höheres Tempo macht Spaß, aber wir fahren halt relativ viele Autos auch. Da muss ich aufpassen. So wie jetzt. Jetzt kommt mir was entgegen. Und hinter mir ist auch noch einer, der will an mir vorbei. Aber er traut sich gerade nicht. Naja, egal. Ich fahr mal weiter. Der kommt schon. Ich fahre jetzt rein nach Ehlhalden. War bis jetzt eigentlich eine ganz angenehme Tour. Ich dachte eigentlich, dass Heftrich Ehlhalden, dass es steiler ist, aber es war nur am Anfang. Die ersten paar Minuten war ganz schön steil. Aber jetzt der Rest ging relativ zügig. Aber ich glaube, Ehlhalden Ehrenhausen ist nochmal eine Nummer. Boah, ich freue mich drauf. Es ist, wie ich erwartet hatte, die letzten 8 Kilometer, die ich fahren muss, sind immer 380 Höhenmeter. Und das ist schon ganz schön steil, finde ich. Da will ich schon ganz schön strampeln. Aber das macht nichts. Kleinster Gang rein. Und los geht's. Immer weiter. Immer weiter, nicht stehen bleiben. Ich sehe noch kein Ende. Ich sehe noch kein Ende, aber ich weiß, irgendwo ist ein Ende. Dann habe ich es. Dauert noch. Ich habe soeben die Kuppe erreicht. Und jetzt geht es wieder ein bisschen bergab. Oh, bin ich ganz schön weit, ganz schön lang nach oben gefahren. Leckarsch. Aber scheiß Berg kann mich doch nicht verarschen. Jetzt rolle ich ein bisschen und kann ein bisschen entspannen. Oh, der Hintern tut weh. Kein Problem.
Alles gut. Puh. Mittlerweile bin ich wieder im Wald und bin jetzt so Stunde 40 unterwegs. Hab noch ein Stückchen vor mir. 2 Stunden werde ich heute nicht fahren, aber 10 Minuten habe ich noch. Und dann habe ich schön was heute gemacht, weil die Höhenmeter waren halt echt, waren echt nicht ohne. Der Taunus hat so ein paar Ecken, da kannst du dich ganz schön totstrampeln. Aber alles cool, so wollte ich es ja haben. Und dann bin ich bald daheim angekommen. Zum Glück. Reicht auch. Radfahren dauert halt scheiße lange. Beim Joggen, wenn du 2 Stunden unterwegs bist, bist du komplett im Arsch. Das bin ich jetzt nicht. Das war schon anstrengend. Ich fühle mich so wie nach 1 Stunde joggen. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, so ungefähr. Radfahren ist nur halb so schwer. Na klar, du rollst ja eine ganze Ecke. So wie jetzt gerade. Strampel ich ja nicht. So, ich bin jetzt angekommen. Oh, laufen fällt mir gerade schwer. 1 Stunde 50 bin ich jetzt geradelt. Alles super. Könnt ihr auch machen. Bisschen Fahrrad fahren. Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog.